So, also ihr kennt ja alle Sushi, logischerweise. Sushi macht man mit Klebereis. Ich mache das heute mal. Hier, schaut mal her. 3, 2, 1. Low-Carb-Variante, das ist Frischkäse. Wirklich, es gibt sich alle Tage. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also, so, das ist schon mal kaputt. Ein Algenblatt nehmen, ein Nuri-Blatt. Ja, gibt es ja neben Asienladen, kennen wir ja alle. Und das hier ist der Frischkäse auf dem Tuch, dass der schön trocken wird. Und ich lege das jetzt mal schön auf den Frischkäse. Dann mache ich das einmal so. Im Prinzip ist das der Klebereis hier. Ja? Also es funktioniert genau gleich und es ist wirklich eine Sensation. Dann kommt dazu, wie wäre es mit ein bisschen schönem Thunfisch oder einem schönen Lachsfilet? Nur die besten Produkte, ja? Das wissen wir ja. Eine leckere Mango. So, mal schauen, wie ich das. Hey, gut geschnitten, gut geschnitten. So, Staudensellerie, sehr gesund im Übrigen. Und obendrauf eine ordentliche Portion. Wasabi! So, und jetzt, ich bin ein Held. Natürlich muss das alles auf die Matte. Ja, so. So, und jetzt, pass auf, mit Hilfe dieser schönen Matte das Ganze zu einer Rolle aufrollen. Normalerweise mit Klebreis beim Christian gibt es das, schau schön mit Druck, mit Hüttenkäse. So, das Ganze einmal zurechtschneiden. Einmal den Anschnitt. Schaut mal her, so schaut es aus. Da musst du schauen, Herr Kameramann. So. Okay? Im Prinzip ist es ja schon gut. Ihr könnt aber noch Folgendes machen. Schaut mal her. Nehmt diese Sushi-Rolle, wendet die ein bisschen in Eiweiß, dann das Ganze in Panko-Mehl wenden. Das ist asiatisches Paniermehl. Und dieses asiatische Paniermehl ist mega knusprig. Das Ganze kommt dann in die heiße Pfanne. Und da wird es ein bisschen angeröstet. So, schaut's aus. Und in der Zeit, wo das anröstet, ja, warte mal, nicht, dass es verbrennt. So, und in der Zeit, wo das anröstet, werde ich es mir hier ein bisschen ausgarnieren, dieses schöne Tellerchen. So, ein bisschen Wasabi. Hier, was haben wir hier? Sushi, Ingwer eingelegt. Nochmal drehen. Und dann, guck mal her, ich habe hier ein bisschen Mayonnaise. Ja, ein bisschen mit Sesamöl. Das Auge ist ja mit, ja? Ein paar Chili vielleicht noch. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt, last but not least, kommt der Ganze. Achtung. Hier drauf. Jetzt haben wir eine super knusprige Rolle. Und diese super knusprige Rolle, die könnte man ja aufschneiden. Schaut mal her. Heiß serviert. Okay. Nachkochen. Das erste Mal, dass überhaupt sowas gemacht wird. Ich hoffe zumindest mal. Schmeckt sensationell gut. Nachkochen, wir sehen uns. Hasta luego. Auf Japanisch heißt es, keine Ahnung. So schaut's aus. Habe die Ehre.